Jo Freunde der sachlichen Kritik, Leckermädchen hat ja vor ungefähr 2 Wochen ein Video zu den Jindawis hochgeladen. Chumbroke, der cool mit Nada ist, hat auf dieses Video reagiert und das Ganze hat eher weniger für positives Feedback gesorgt. Und er war vor allem sehr laut in diesem Video, deswegen bitte Ohrenschützer tragen. Der erste Punkt hat so durch die Blume was mit mir zu tun, beziehungsweise zeigt es halt seine Doppelmoral, wenn er Leute mag oder wenn er Leute nicht mag. Und zwar sagt er folgendes. Ja dann, es ändert aber nichts daran, dass manche Sachen, die du sagst, unnötig sind. Nur weil sie dich einladen. Guck mal, das ist so wie, wir haben ein Opfer, der hat einen Fehler gemacht, okay? Ich versuch mal. Ich bin nicht so schlau wie ihr in eurer intellektuellen Community. Ich bin ja nur ein Streamer, der keine Ahnung hat. Aber wir haben ein Opfer. Dieser Opfer hat Fehler gemacht. Wurde zu Recht bestraft und liegt auf dem Boden. Bist du der Typ Mensch, der weiter drauf tritt? Oder denkst du dir, Hallas, ist passiert, er hat schon seine Strafe und wird seine Strafe noch im nächsten Leben bekommen? Ich bin Typ Mensch so. Wenn er auf dem Boden liegt, irgendwann reicht. Aufmerksam machen auf den Fehler und fertig. Aber dann da so zu sitzen und so auf gut zu machen, na, das lädt aber ein. Ich blende jetzt noch 100 Mal ein, wie Imani an eine Unterhose gerochen hat. Findest du das okay? Ist das nicht schon voll verbreitet worden und so? Findest du es okay? Ich find's nicht okay, Sascha. Du kannst es erwähnen und erzählen und kritisieren. Aber so reicht doch, Bruder. Ach so, ja klar. Also er ist natürlich der Typ Mensch, dass, wenn jemand schon am Boden liegt und alles verloren hat, der nicht drauf tritt. Außer natürlich, es ist KuchenTV. Hierfür gibt es nämlich ein kleines Best-of, was ich euch einblende. Hey, wie geht's der Zerstörer von der Beziehung von Kuchen und Gina? Er hat die Karriere, er hat die Beziehung zerstört. Ist nicht so? Und wir haben geholfen. Das verdient er. Ich hab ihm gesagt in den Ansagevideos. Ich hab gesagt, wenn erstmal ein Mensch sowas los. Hast du mir damals ein Beige? Hä? Hast du mir ein Beige damals? Hier kriegst du zurück in deinem Menschen, du hast einen Sohn, aber keine Beziehung mehr. Und dieser Film, ich bin glücklich, eine Ja, du Clown! Hat dich deine Frau verlassen? Ja, der Depression, er ist ein Freund, was. Du musst das alles zurückkriegen. Deine erste Strafe ist, dass deine Freundin Spaß hat. Deine Strafe ist erstens, dass deine Freundin hat, dass die große Strafe. Deine Freundin ist getrennt, du bist lost. Nächstes Jahr ist er nicht. Er ist depressiv und es wird immer schlimmer. Er sitzt noch in seiner Internetwelt und ist depressiv in seinem Haus. Das war's. Er soll alleine depressiv in seinem Haus abkacken. Ja, du hast recht, dass meine Beziehung kaputt gegangen ist, mein Sohn ohne Mutter aufwächst und ich Depression habe und Abkacker schiebe, das ist gar nicht drauftreten, wenn man am Boden liegt. Vor allem darf man auch nicht vergessen, die Jindawis werden ja wirklich sachlich und vernünftig kritisiert, während das bei mir einfach nur ein dummes Draufhauen ist, weil er mich nicht mag. Das Video ist jetzt auch nicht so alt, dass man sagen könnte, ach Tim, damals, schwamm drüber. Das Ganze war vor 1,5 Jahren und wenn du das heute so anders siehst, dann frage ich mich, warum dieses Video immer noch online ist. Aber nicht nur da widerspricht er sich. In seiner damaligen Reaction hat er mich auch aufgrund von anderen Sachen gefrontet. Beispielsweise das hier. Voll witzig, oder? Was er vor 10 Jahren gemacht hat. Wie fühlt ihr das? Fandet ihr das witzig gerade? Dass er so kleine Kinder so Anspielungen und Witze macht so? Auf Humorbasis? Ist das witzig? Stell dir mal vor, eure kleinen Geschwister gehen auf irgendein Event und dann kommt so einer und nimmt eure kleinen Geschwister auf und redet so mit denen. Ist das witzig? Ist das Humor oder was? Ich hoffe, einer macht das mit deinem Sohn KuchenTV, wenn er mal irgendwo zu einem Event geht. Dann kommt derselbe. Ja, diese damaligen Interviews, die wir 2016, 2017 geführt haben, waren giga cringe, gar keine Frage. Deswegen habe ich mich aber davon distanziert, mich entschuldigt und die Sachen gelöscht. Und selbst zum Zeitpunkt seiner Reaction damals waren die Videos schon 6 Jahre alt. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Clips von Chumbroke benutze, um zu zeigen, dass er doofe Sachen gesagt hat? Ich sag dir ehrlich, ne? Real Talk jetzt. Wenn von mir jemand Ausschnitte benutzen würde, die ich selber bereue, oder die Videos sind nicht mehr online, oder es war nur eine Story, und die er trotzdem die ganze Zeit benutzt, in Videos, 2, 3 Wochen später, ich sag dir ehrlich, ich würde das Video sperren. Ich gebe dir einen Strike. Und dann kannst du dir zweimal überlegen, ob du wirklich ein Video machst. Kritisier mich, sprich es aus, aber wenn es so schlimm ist, zeig es nicht nochmal und blende es nicht nochmal ein. Okay, fassen wir also zusammen. Wenn man Dinge doof findet, dann darf man die zwar kritisieren, aber soll die nicht einblenden. Bei mir waren die in der Reaction aber komischerweise alle zu sehen, also das passt auch nicht so ganz zusammen. Aber bei mir Sachen von vor 6 Jahren zu kritisieren und das zu zeigen, ist legitim. Chumbrokes Fehler aber zu zeigen und ihn dafür zu kritisieren, das geht gar nicht. Wenn man seine Sachen einblendet, dann wird man nämlich gestrikt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Aber nicht nur das. Es geht noch weiter. Bleibt fair. Bleibt menschlich. Ich mach Fehler. Ich würde mich gerade machen und sagen, nachdem ich so ein Ding sehe, Einladen, Kritik schon und gut. Meinungsfreiheit auch schon gut. Mach deine Meinungsfreiheit, aber benutze nicht mein Video. Tschüss. Fertig. Rede über mich, tu meinen Namen in den Titel. Obwohl, dafür kann ich dich auch abmahnen, wenn wir Deutsch reden wollen. Okay, bei Leuten wie dir oder mit denen du cool bist, da muss man natürlich fair bleiben. Ansonsten wird man abgemahnt. Aber wenn du die Person sowieso nicht leiden kannst, dann ist es im Grunde auch egal, was mit der passiert. Und mahn mich bitte ab, weil ich deinen Namen benutze. Wirklich, da freue ich mich. Ja drüber. Noch lustiger sind die Clips, die ich euch aber gerade gezeigt habe, wenn man überlegt, dass Chumbroke ungefähr 10 Mal in dieser Reaction folgendes sagt. Okay, was juckt euch das aber? Was juckt euch das aber? Ja, was juckt euch das? Okay, komm, komm, komm. Was juckt euch das? Shut the fuck up, motherfucker! Who cares, motherfucker? Do your own stuff, motherfucker! Look at your own ass! Motherfucking bitch, fuck you! Ja, sag ich! Es ist nicht fucking dein Bier! Ist es nicht! Ja, kritisier! Aber übertreib schon, wenn ich eklig. So, kritisier, doch kritisieren. Aber scheiß nicht rein. Irgendwas so gut. Ja, es ist einladend und ihr könnt machen, weil die haben es dazu entschieden, im Internet Videos hochzuladen. Aber übertreibt es nicht! Übertreibt es nicht! Also erstmal Kritik damit zu kontern, dass man sagt, was juckt dich das? Ist schon mal absolut bescheuert, aber gerade in deiner Situation ist das Ganze ja einfach noch dämlicher. Was juckt dich meine Beziehung? Was juckt dich mein Sohn? Was jucken dich meine Depressionen, die ich by the way nicht habe? Macht euch keine Sorgen, aber an Twitch Prime
Times hat nämlich trotzdem gerne. Ist das für dich dann normale Kritik oder ist das schon übertrieben? Und die Frage ist, wenn das von dir normale Kritik ist, warum ist dann wirklich normale Kritik von Sascha übertrieben? Aber auch unabhängig von mir ist der Punkt, den er gebracht hat, einfach dumm. Nehmen wir mal an, die Jindawis kriegen 1000 negative Kommentare unter einem Bild, aber es haben 1000 verschiedene Leute geschrieben. Dann ist zwar die gesamte Kritik vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jede einzelne Person hat ja nur einen einzigen Kommentar geschrieben. Sascha hat ebenfalls nur ein Video zu der Thematik jetzt gemacht. Ja, die hat früher schon mal ein Video gemacht, aber das ist schon ein bisschen länger her. Und bei vielen Fehlern gibt es nun mal auch viele Videos. Große Reichweite sorgt nun mal für große Aufmerksamkeit. Aber ich möchte euch nochmal ein wichtiges Statement mit auf den Weg geben. Ja, schreibt's mir gerne. Ja, ich habe seinen Schmerz gesehen, weil ich bin ein Mensch und ich versuche immer, das Positive aus Menschen zu sehen. Weißt du, was ich in deinem Gesicht gesehen habe, Sascha? Dieses, wo du das hier gerade gesagt hast? In deinem Gesicht habe ich nur Hass gesehen, Missgunst und was auch immer. Guck mal, Sascha, aber am Ende des Tages jetzt, ne, ist alles schön und gut. Kritisiert, macht und tut, aber übertreibt es nicht und lenkt es nicht Richtung Hass. Ja, es ist einladend für Leute, wenn du Videos im Netz online stellst, aber übertreibt es nicht. So, weil am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, die Fehler machen können. Punkt, aus, Ende. Ja, klar, es sollte natürlich nicht in Hass übergehen. Also außer Chan mag diese Person nicht, dann ist Hass natürlich irgendwo auch legitim, ist ja klar. Diese Doppelmoral ist halt so heuchlerisch, wirklich. Also, ich mag die Jindawis, deswegen bitte seid fair und kein Hass. Oh Mann, dieser Kuchen-TV ist absolut peinlich, oder? Ja Mann, da hast du voll recht. Junge, und die Jindawis sind ja fast noch schlimmer. Jetzt reicht's aber! Und gerade er sagt das hier. Das will ich sehen, aber weil ihr wisst, dass Nada oder diese anderen Leute sich nicht wehren, macht ihr das. Und macht dann auch noch so auf cool, obwohl ich dein Content auch mag. Wenn Sascha wollen würde, könnte sie auch ein Video von mir claimen. Sie könnte jetzt genauso mein Video sperren. Könnte sie. Jeder wie er will. Deswegen lass uns einfach mal alle beruhigen und versuchen das Ganze ins Positive zu lenken. Kritisieren ja, aber nicht übertreiben. Das ist meine Meinung. Chan Broke ist halt der Einzige, der in seiner Reaction damit droht, andere zu striken, die Jindawis aus Zwang zu verteidigen, Punkte nicht zu verstehen und rumzuschreien. Und gerade er sagt, hey, lasst uns jetzt nicht hassen, lasst uns doch lieben. Bro, du bist eigentlich der Einzige, der hier das Gegenteil macht. Aber sehr schlau und auch wichtig ist folgende Aussage. Diese ganzen Leute, guck doch einfach nicht die Videos. Blockier doch einfach die Jindawis von deinem TikTok, von deinem Instagram-Algorithmus und von YouTube. Kannst du doch alles einstellen. Islene, guck es dir nicht an, dann bist du auch nicht getriggert. Stimmt, man sollte einfach nicht mehr kritisieren und einfach alles ignorieren. So wird die Welt bestimmt zu einem besseren Ort. Natürlich werden die Jindawis daran nichts ändern, denn denen sind die Kinder nicht so wichtig wie das Geld, was man damit verdient. Aber eventuell sehen diese Sachen andere Leute, die sich dann dazu entscheiden, diese Fehler eben nicht zu machen. Auch der nächste Punkt ist wirklich super. Sagt, dass Leute immer und immer und immer wieder auf die Jindawis draufgehen. Noch einmal, Disclaimer. Ich stehe nicht unter allen Aussagen von Nada. Nada hat oft auch 1, 2, 3 Stories gemacht, die ich auch nicht so gut fand. Aber Fehler passieren. Fehler passieren. Aber ich bin der Meinung, dass Sascha schon mal ein Video darüber gemacht hat. Und ich bin der Meinung, dass man nicht nur auf die Jindawis draufgehen muss, wenn man sie negativ im Kopf hat, sondern auch auf alle draufgehen kann. Ja, okay. Die Jindawis machen viele Fehler. Aber andere machen auch Fehler. Kritisier die doch einfach mal, hm? Und ja, Sascha hat in der Vergangenheit bereits 3 Videos zu den Jindawis gemacht oder wo die drin sind. Aber ich verstehe seinen Punkt trotzdem nicht so ganz. Der Inhalt von dem Video war ja nicht nur kritisieren, dass sie ihre Kinder in die Öffentlichkeit ziehen, sondern auch der Umgang mit Kritik, den vor allem Nada nicht so wirklich gut handelt. Warum sollte ich dann jemand anderen kritisieren, wenn es um die Statements geht, die die Jindawis gebracht haben? Das sind ja deren Statements. Oder auch diese Aussage hier. Der nichts aus seinem Leben gemacht hat, außer hier zu sitzen und auf Videos zu reagieren. Bruder, Ronaldo zeigt auch seine Frau. Ronaldo zeigt auch die Kinder. Warum sagt da keiner was? Ich kenne noch ein paar andere Influencer. Warum bellt ihr da nicht? Ihr bellt immer da, wo die meiste Reichweite ist. Und die meiste Reichweite bei den Couples haben nun mal gerade die Jindawis. Er hat komplett recht. Die Jindawis haben eine viel, viel größere Reichweite als Ronaldo. Und deswegen sagt niemand was zu Ronaldo. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Er versteht halt nicht, dass es vor allem um den schlechten Umgang von Nada im Punkto Kritik geht. Ja, andere ziehen ihre Kinder auch in die Öffentlichkeit und das ist ebenfalls ekelhaft. Aber dadurch, dass die jetzt nicht so viele offensichtliche Fehler machen mit komischen Statements oder so, bleiben die halt unter dem Radar. Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Wenn ich etwas nicht machen möchte, dann werde ich es auch nicht machen. Wenn ich keine Kraft zu etwas hätte, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Und so, war das jetzt von ihr Erwachsenen beantwortet? Ja oder nein? Da seht ihr mal, wie groß der Druck ist, dass Menschen sich in dein Leben einmischen. Ich bin ein Profi. Wenn mich Leute haten, Beispiel, guckt euch bei diesem Video jetzt, was online kommt, die Kommentare an. Stimmt. Wie kann man nur damit rechnen, dass wenn man sein komplettes Leben in die Öffentlichkeit stellt, dass Leute in der Öffentlichkeit sich dann in dein Leben einmischen? Also damit hätte ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Dafür bleibt er aber auch ziemlich ruhig in diesem Video. Auffällige Häufung von Statements lässt mich immer mit einem ganz komischen Gefühl zurück. Oh, du Arme! Echt, ja? Lässt ich das mit so einem... Oh, du Arme! Mann, ich zerbreche mir auch den ganzen Tag den Kopf darüber, dass dieses Story-Statement von Nada mich mit einem komischen Beigeschmack... Oh, ich bin dann so wirklich zu Hause am Sitzen mit meiner Familie nach meinem Stream und ich zerbreche mir voll den Kopf darüber. Aber ich habe eine Theorie. Wenn Leute schlau wirken wollen, reden sie laut, stimmt's? Korrekt! Also erstmal hat sie das
das, worauf er da eingeht, gar nicht so gesagt. Ich habe auch ein komisches Gefühl, wenn jemand am Flughafen mit so einem T-Shirt hier rumläuft. Am Ende des Tages ist es mir aber trotzdem komplett egal. Natürlich bekommt man ein komisches Gefühl, wenn quasi täglich Statements kommen, in denen du sagen musst, nein, unsere Familie ist super und wir sind mega glücklich. Das heißt ja nicht, dass du dich den ganzen Tag dann nur noch damit beschäftigst oder das mit dir rumträgst. Sag lieber, guck mal, was ich für Pascha machen würde? Ja, das ist mein Job zu kritisieren. Das ist mein Job, ich mache. Nicht, ich werde eingeladen und ich will die Welt retten. Nein, es geht hier nur um die Aufrufe. Aufklärung? Hier. Dann mach doch das 1:1 selbe Video über jemand anderen, die 100 Klicks hat. Mach doch. Kritisier doch da. Aber wir wollen ja die breite Masse erreichen. Das ist das Ding. Und das ist auch der Punkt, warum ich hier Geld mache. Die könnten mir auch scheißegal sein. Ich denke am Ende des Tages auch nur daran, meine Videos hochzuladen und mein zu verkaufen. So, Hackesack. Aber wenigstens ehrlich sein. Genau. Wenn es hier nicht um Aufklärung geht, dann würde sie gar keine Videos über große YouTuber machen, über die sie aufklärt, was für Fehler die machen, sondern über Leute mit 100 Abonnenten. Ich finde es übrigens lustig, dass sich John Broke in solchen Reactions immer als so real verkaufen will, weil er ja mega real zugibt, dass er damit ja auch Geld verdient. Ja, ach was. Und wir dachten alle, dass Saschka die Videos mit hunderttausenden Aufrufen einfach nur aufgrund der Nächstenliebe macht. Natürlich macht Saschka die Videos auch aufgrund des Geldes. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, die studiert noch, die lebt ja auch davon. Jedes Mal zu erwähnen, dass du ja so real bist, weil dir geht's ja vorrangig nur ums Geld, macht dich nicht besser oder sympathischer, außer bei irgendwelchen Idioten, denn Bro, wir leben alle davon. Ja, wir wollen Geld und Klicks bekommen. Saschka ist da aber sowieso ein komisches Beispiel. Ja, sie hat jetzt ein Video hochgeladen, wo die Jindawis im Titel stehen. Aber auch ihre Videos, wo kein großer Name drin ist, haben hunderttausende Aufrufe. Es ist nicht so, dass sie das braucht, um Erfolg zu haben. Er bringt das ganze Geldthema später auch nochmal. Beispielsweise der YouTuber Luca, aka Concrafter, hat ebenfalls unter einem Beitrag kommentiert, dass er diesen Umgang überhaupt nicht gut findet und hat die beiden kritisiert. Geht es ihm hierbei um die Reichweite, um Geld oder um ähnliches? Ja, dann lass uns doch einfach nur gezielt Leute suchen in den Kommentaren, wo es nicht zutrifft. Ich kann bei dir sagen, dir geht es ums Geld und um das Thema, um mit diesem Thema Aufrufe zu machen. Zu 100%. Scheiß mal auf alle Leute, die in den Kommentaren schreiben. Du willst das Thema ausschlachten, ja Saschka? Und mit diesen Videos über die Jindawis Reichweite und Geld zu machen. Also erstmal ist es lustig, dass John Broke sagt, dass Saschka jetzt ja absichtlich Leute rausgesucht hat, denen es nicht um Reichweite geht. Er selber würde natürlich nicht gezielt Leute aussuchen. Also außer in seinem Statement zu dieser Reaction. Da wollte er nämlich zeigen, wie kritikfähig er ist. Und unter seinem ersten Video gab es auch sehr viele, sehr lange, sehr sachliche und gut geschriebene kritische Kommentare, die hat man natürlich ignoriert. In seinem Statement-Video hat er zwei super wacke Argumente rausgesucht, die gegenargumentiert, obwohl die sowieso bescheuert sind, und das ist seine Kritikfähigkeit. Bro, zum Glück hast du dir nicht gezielt Leute rausgesucht. Die Frage, die sich mir auch klärt, ist es denn widersprüchlich, wenn man aufklären möchte, aber gleichzeitig auch Geld verdienen will? Kurz gesagt, erklärt Dinge sau kurz und auch sau gut, aber trotzdem, obwohl die ja aufklären mit ihren Videos, wollen die logischerweise Geld verdienen. Ein Jonas Ems beispielsweise macht zwar Videos für den Klimaschutz, für die Natur und für Tiere und will sich dafür einsetzen, will natürlich aber trotzdem Geld durch die YouTube-Videos einnehmen. Klar, bei den Meinungsbloggern ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil wir meistens explizit einzelne Personen kritisieren, die auch oftmals eine große Reichweite haben. Aber es wird doch trotzdem genauso aufgeklärt. Vollkommen egal, ob wir Geld damit verdienen oder nicht. Das ist so ein weirder Punkt, wirklich. Was kann ich abschließend dazu sagen? John Broke ist zumindest in diesem Thema einfach ein absoluter Heuchler. Wenn er jemanden mag, dann muss man fair bleiben. Man darf zwar kritisieren, aber auch nicht zu hart und es soll auch nicht in Hass umschlagen. Aber wenn er jemanden nicht mag, dann kann man beleidigen, sich über kaputte Beziehungen oder psychische Krankheiten kaputt machen. Alles komplett in Ordnung. Ich verstehe es ja irgendwo sogar, dass wenn er mit Nada irgendwo cool ist, dass er ihn jetzt nicht auflaufen lassen möchte und ihn komplett fertig machen will. Und das erwarte ich auch gar nicht. Aber dieses zwanghafte Verteidigen mit absolut schlechten Punkten bringt halt einfach gar nichts. Außer, dass du negativ dastehst und das Ganze auch wieder negativ auf die Jindawis zurückfällt. Ja, hast du super gemacht, Bro. Was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.